perfekt. Ey, oha, chill. What? Oha, ich bin tot! Hey! Hä? Digga, bei mir, ich hab nicht mal geschossen, ne? Ja, safe, du hast gezielt. Ja, Idiot, ja, ich gezielt, ich hab, das ist automatisch. Geil! Ja! Ach, der eine. Ey, Junge, die. Da oben auf dem Dach? Ja, wollen die auch einen Kill machen? Ey, die sind oben auf dem Dach. Ey, wir haben einfach gerade hier den ganzen. Habt ihr nicht den Öltanker getankt? Oh mein Gott, ja, du tot, Jungs. Nein, ich bin nicht tot. Oh mein Gott, bei dir ist halt ehrlich. Ja, der ist voll, das ist. Du kannst nur LKWs auf meinem ersten Auspackpunkt auspacken. Achso, Digga, bei mir hat Misha einfach kurz, Digga, wurde einfach Platz gemacht vom Öltanker. Kurz Bikeflip. Wie viel hat der Öltanker denn wieder? Boah, 1000. Ja, Misha ist tot. Digga, aber warum steht er direkt hinter diesem Drecksöltanker, Digga? Ich hab's vorher gesagt, Digga. Ich bin ein Granger, Digga. Aber Digga, warum steht der hinter dem Öltrunk, Digga? Ah, da hast du Angst, ne? Peppen, ne? Ah, du willst getroffen werden? Okay, das ist halt fast an dein Todesurteil uns verschrieben. Nein, der zieht durch. Der will mich spitten, Digga, halt die falsch. Jetzt haltet rein. Oha! Ey! Hört auf! Oh, mein Gott! Ist er raus? Wir haben das Schwein. Sehr gut. Wir haben das Halle geschlachtet. Sehr gut. Wir haben unsere Beute gejagt. Ey, einer muss sein Auto fahren. Warte, ist was offen? Alter, so schlecht. Ja, da muss Adrian halt da liegen bleiben, ne? Adrian Gotti Licht, das ist ein Blätter aus der Marabutta Grande. Wir sehen uns in der Hölle, Puto. Okay, ich warte ganz kurz hier vor der Dings, vor der Base. Jo. Hola, hörst du mich? Oh, ich höre dich. Kennst du hier einen Yaki oder darfst du da drauf? Kannst du mal einen holen? Natürlich, mache ich mal besser. Sehr gut. Hola. Ja, konnichiwa. Hast du hier was zu melden? Ja, hab ich. Sehr gut. Wir waren ja vorhin hier, ne? Wegen der Sache. Und im Nachhinein hat irgendein, wie gesagt, Enzo Montana heißt der. Enzo? Hat hier, was hat der gemacht? Der hat hier, ne, über SMS gedroht, hat gesagt, wir sollen hier eine Karre wegholen. Wir haben gesagt, wir haben gerade keine Zeit, wir haben gegen Cops da Stress gehabt. Und der macht hier Stress, wir sollen die Karre holen, beleidigt uns, ne, und so weiter. Okay. Kannst du den mal hier ranholen? Der ist tatsächlich nicht mehr da. Der ist nicht da, also wir haben mich vor 5 Minuten angerufen. Hey, ne, da ist er. Alles klar. Ja, wir klären das mit ihm, ne? Der kommt dann einmal mit. Dem wird nichts passieren. Ne, wisst ihr, wenn ihm was passieren sollte. Also, dem passiert nichts. Außer er sollte jetzt irgendwie nochmal weiter beleidigen. Oder nicht? Nö. Das ist eine persönliche Sache zwischen den Jungs, ne? Das wollen die unter sich klären. Dem wird aber nichts passieren. Könnt ihr das auch bitte hier beiseite machen? Ihr braucht ja doch nicht extra dafür mitnehmen. Nee, das ist jetzt. Das ist jetzt Sport machen. Tatsächlich ist es gerade eine andere Sache, ne? Du kannst, ne, du kannst dir mal vorlesen, was er dir geschrieben hat. Also, er meinte, dass wir unsere Autos hier abholen sollen. Zack, zack. Da habe ich geschrieben, du kannst mir als erstes einen blasen. Dann meinte er morgen. Dann habe ich ihn angerufen. Da war er auch frisch. Und dann hat er noch geschrieben, rede nicht mit Leuten aus Cypress, so abgehoben. Zum Telefon war halt auch frech, ne? Und so lass dich nicht mit mir reden. Ja. Und ihr wollt jetzt von dem eine Entschuldigung, oder was? Nö. Ich würde den gerne einfach mitnehmen und dann klären wir das mit ihm. Ja, aber red trotzdem. Wir mal zeigen ihm einmal Cypress, zeigen wir ihm. Wir fahren einmal durch Cypress mit ihm, dann kommt er wieder unversehrt zurück. Ihm wird nichts passieren. Richtig. Also kann ich euch da vertrauen? Natürlich. Sehen wir erstmal nicht Vertrauen. Ne? Ja, richtig. Wir sehen doch vertrauenswürdig aus, oder nicht? Ja, dann sehe ich das mal als Vertrauenstest an. Jo, kein Problem. Dann schenke ich dir jetzt mein Vertrauen. Sehr gut. Mein volles Vertrauen. Alles klar. Wie ist dein Name? Ben Walocher. Alles klar, easy. Dann wir sehen uns in 10, 15 Minuten. Ich stelle mal Seile. Wenn so. Wir müssen denn jetzt Seile. Warum?
kannst dann ja einmal zu meinem Hermann in den Draft einsteigen, ne? Wie, ich hatte mal die Tür auf. Alles klar, bis später. Bis, ja, bis später. So, ich lass dich ja immer raus, ne? Nicht weglaufen. Ah, der Recken, Ding zum Arsch, Digga. Kannst du einmal schon mal runtergehen, ne? Du Schwein. Noch ein unequipter Jacki, Alter, ohne Langwaffe. Das ist ja langweilig, Junge. Ja, vom Chroma gekommen. Ja, ja. Bin so. Ja. Kannst du schon mal hier aufstehen, ne? So, Pablo, du kannst anfangen, ne? Und mit dem, was du willst. Ja, ich hab auch noch ein paar Schläge bekommen, ne? Dass du vielleicht ein bisschen Respekt bekommst. Alles klar, dann kannst du von hier aus laufen, ne? Zum nächsten Handyladen. Adios. Bleib so lange hier, bis wir wechseln. Ey, wollen wir mal was Krasses machen? Ey, geht mal unten jemand in einen Einpacker vom Heli. Willst du mir vielleicht mal mein Geld geben? Ja, ja, das kommt jetzt. Ich voll vergessen. Komm oben zum Tattoo-Studio. Überweis einfach. Macht mal jemand hier ich kurz. Ich kann nicht überweisen. Was soll ich machen? Wieso kannst du nicht überweisen? Der, na, warte, warte. Der stirbt vielleicht auch. Ich muss aus dem Dauerrund rausgehen, ne? Haben wir Fragmedic da? Also, ich steig jetzt aus, ne? Du nein, Alter, ihr seid Idioten. Hört auf damit. Ganz dumme Idee. Ganz dumme Idee. Hört auf damit. Du bist so stern, Digga. Warte, in 10 Sekunden. Alter. Okay. Ab jetzt 10. Ey, du musst noch runterzählen. Alter, okay. Haut mal rein. Guck mal, wie tief der fliegt. Ey, er ist runter, er ist rausgesprungen, er ist rausgesprungen. Er ist tot. Oh mein Gott. Nee, er ist... Ich muss weg. Er vergisst einzupacken. What the fuck, Alter. Ich konnte nicht einfach einen Koma, aber gelandet. Ey, ein Lost Friend. Ich bin ja nicht einpacken, du dummer Idiot. Sag ich hier, Jugula fährt. Der fällt jetzt echt immer runter, ne? Ist dir bewusst? Die sind da, ja, das ist. Ich hab da noch alles aufgestellt. Mir mit deinen hässlichen Augen. In meiner Stadt bin ich jetzt Chef geworden. Baustellerei von Süden bis Norden. Alle meine Leute arbeiten für mich. Also nehmt mich nicht herum mit deinem Fischgesicht. Ach, hey, die haben doch Rinder gerannt, Digga. Wie arm ist das denn, Junge? Was machen wir jetzt? Redneck? Bonus? Ich hab den das jetzt gemacht. War das ey, Michi! Ja? Der ist geflogen! Fliegt der immer noch? Okay. Der, ja, der ist gerade runtergefallen wieder. Ich muss Sandy Paar Richtung Jackie-Straße. Und dann treffen wir uns wieder Barrio. Ich sag dir ehrlich, ey, es ist ja auch noch ein Buzzard, Digga, ist auch noch ein Outfit, ja. Misha, ich sag dir ehrlich, das einzige Schlaue, was wir machen können, ist gerade jetzt kurz, irgendwo, wenn wir Häuser haben, Panik schieben, irgendwie, umziehen und dann ziehen wir erstmal kurz alle. Haben wir Häuser in Weinwood? Häuser in Weinwood? Ja, hab ich. Ich hab ein Haus. Ey, Digga, der Heli, der sieht uns halt die ganze Zeit, Digga, ist halt mager. Ja, ja, und dann werden die das Haus stürmen. Die werden, der werden einen am Arsch hängen und das Haus wird dann mitgehen. Also, ich würde Fracklager gehen. Ich werde Fracklager gehalten. Oder ja, und oder zwei Superbolitos. Ja. Kommt da niemand rein. Ja, 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 Pablo, Digga, du, oh süß. Also, guck mal, wir haben auch kommen rein noch ein Fracklager. Oh mein Gott, die ganze Kolonne hier! Wo? Oh. Der hatte keine Freunde! Wo? Oh mein Gott! Alle im Naturschutzgebiet! Zieh durch! Zieh durch, oh mein Gott! Ich werd geschält! Ey, Junge! Oh mein Gott! Mein Name, Gusi! Los, fahrt Kickdown, Fracklager, geht alle rein, los, alle, die es nicht schaffen. Ja, oder die können EKZ halten, Digga. Alle, die es nicht schaffen. Ey, Misha, ey, ich verkauf dich, die sind an meinem Arsch. Fahr, oh mein Gott! Ich hol dich und ich lenk dir ab. Los, ich fahr durch Sandy. Oh,
schlecht. Wir steigen teilweise auf. Ein, zwei Leute steigen dann auf. Ich steige jetzt auf. Komm, jetzt drumherum, alle drumherum. Um die Runde. Wir machen schräg. VG-Ball. Komm, gönnt euch doch jetzt. Komm, also schicken die, Digga. Auf, Jux, die rennen runter, wir können so in den Rücken halten! Wir können so in den Rücken halten, die rennen alle runter! Haltet den voll in den Rücken! Hey, voll hinterher, einfach hinterher, Jungs, hinterher! Komm, fick die, Digga! Komm, holt euch die kleinen Hupfen! Auf, die wollen hier! Komm, wir können so gut! Die rennen, haltet in den Rücken! Der nächste down, schon down, der nächste, auf! Haltet voll in den Rücken hier, der nächste down! Ganz links, am Berg, ganz links! Die wollen links rum! Die kleinen Pussys, hinterher! Alter, was sind das für Idioten, was für Bots! Links, oben an der Straße! Down, auf geht's! Noch einer auf der Straße, ganz hinten! Jawohl, Jungs! Digga, auf geht's, Junge, die verkaufen die Spasti! Da stehen noch zwei Benzins bei uns vom Lab. Wäre korrekt, wenn ihr die irgendwie abholt in den nächsten paar Minuten. Weil die, machen, die sind so ein bisschen machen, vom, ja. Vom Dings hier, vom Eingang und so, ne? Ja, und dann. Wenn jetzt, irgendwie, machen, wenn jetzt jemand unser Lab machen will, dann stehen die halt im Weg. Und dann können wir es nicht ausrauben, ne? Kein Problem, machen wir, ne? Alles klar, perfekt, das war's. Danke, Assad, ne? Ja, bist ein Ehrenmann. Ja, korrekt, ich möchte auch, was. Du bist. Jo, hau rein, adios. Ja, perfekt, haut rein, Jungs. Hey Jungs, steig mal hier. Junge.